Es ist ein historisches, ein trauriges Dokument. Der französische Staatspräsident François Hollande begrüßt die deutsche Kanzlerin Angela Merkel. Beide starten danach zu einem Solidaritätsmarsch durch Paris, gemeinsam mit bis zu 1 Million Menschen. Sie alle setzen ein starkes Zeichen gegen Gewalt und Terror als Reaktion auf die Attentate von Paris. Fast 50 Staats- und Regierungschefs drücken an der Spitze des Zuges ihre Solidarität mit Frankreich aus, demonstrieren für Meinungsfreiheit und Frieden. Gleichzeitig trauern sie um die 17 Opfer der Anschläge.